Die Geißelung der Schlangen, Teil von Zorn der Druiden, Kapitel 5. In die Ecke gedrängt und von Unterstützung von außen abgeschnitten, versammelt der Abt Eorgan seine verbleibenden Truppen in Amak, während sich Eivors Verbündeten zusammenfinden. Also wieder eine große Schlacht. Klingt zumindest danach. Was? Du Arschling, ich laufe hier! Eivor, los geht's. Nur herein. Siegfried sagt mir, dass du im Norden Piraten gejagt hast. Verbündete von Armar, die Waffen und Vorräte lieferten. Ich habe diese Verbindung gekappt. Gott ist wahrlich mit uns. Owen ist geschwächt und wird bald Gottes Gerechtigkeit spüren. Hast du die Männer, um Armar einzunehmen? Ja, dank Siegfried. Er hat Wikinger aus allen Ecken Irlands herbeigetrommelt. Wie hast du die Nordleute überredet, für dich zu kämpfen? Ich erzählte ihnen, dass es ein Kloster voller Silber zu plündern gäbe. Dein Vater hätte keine solchen Versprechen gemacht. Und er hätte nicht so viele Leute versammelt. Wir können nicht die Gunst der Menschen gewinnen, indem wir ihre Häuser und Kirchen zerstören. Aber diese Männer erwarten Raubzüge. Wenn wir ihnen das verwehren, dann... Dürfte ich? Ich denke, in diesem Fall könnten Feuer helfen. Inwiefern? Als wir bei Klocha angegriffen wurden, beließ Owen es nicht dabei. Er brannte auch Kaschelbir nieder, als eine Botschaft. Jetzt sollten wir das Land in Feuer aufgehen lassen, damit die Menschen erfahren, dass Armar gefallen ist. Möge brennen, was brennen muss, aber haltet eure Krieger im Zaum. Tötet nur unsere Feinde und verschont die Kirche. Zu Befehl, mein König. Noch etwas. Abt Owen ist der Anführer der Kinder der Danu. So, so. Das Gift, der Hinterhalt, alles ein Teil von Owens bösartigen Plänen. Wir werden Armar von diesem unheiligen Dreck befreien. Siegfried und ich machen das Heer bereit. Komm dazu, sobald du kannst. Sieh gut zu, liebe Dichterin. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Danke, dass du nichts über meine Vergangenheit gesagt hast. Was vergangen ist, ist vergangen. Eivor, du bist wirklich ein Held wie aus den Legenden. Erlaubst du mir, deine Geschichte zu singen? Gerne. Ich muss sie nur erst zu Ende bringen. Ich glaube, hier wird es nie ein Ende geben. Die Geißelung der Schlangen. Sprich mit Flan. Und wir können ja auch noch so ein bisschen mit den anderen quasseln. Schön, dich als Anführer zu sehen. Das steht dir. Es fühlt sich schwer und steif an wie diese Rüstung. Ich beneide dich, Eivor. Nach dem Ende der Schlacht kannst du tun, was du willst. Ich gehe, wohin mein Schicksal mich führt, Siegfried. Niemand von uns ist frei davon. Es gibt schlechtere Schicksale, als König zu sein. Das denke ich auch. So, haben wir noch jemanden hier zum Quasseln, oder war es das jetzt? Ja, dann können wir eigentlich starten. Unsere Kräfte sind erneuert, dank Gottes Gnade. Der Dank gebührt zum Teil auch Siegfried, König Flan. Ja, ich weiß um seine Rolle. Er ist ein guter Mann, aber ihm fehlt die Erfahrung seines Vaters. Dann musst du ihm zeigen, was es heißt zu führen, zu Hof und auf dem Schlachtfeld. Los, treiben wir den falschen Abt aus seiner Höhle. Ja, natürlich beginnen wir den Angriff. Ja, Owen muss für seine Taten büßen. Es gibt weniger Verteidigung als erwartet. Sie verstecken sich hinter den Mauern. Schlagen wir zu, solange der Vorteil unser ist. Wir ziehen los, aber nicht zu voreilig. Gott leitet die Gerechten. Wir haben keine andere Wahl! Durchbrecht das Tor! Okay. Die Leute sind bereit. Das Tor ist durchbrochen. Es ist nach unten gefallen auf einmal. Also das ist ein Auslöschungsgebiet wieder. Hier muss jeder dran glauben irgendwie. Säubere den ersten Hof, heißt es. Wir schaffen das!
Oh, ist hier noch jemand ohne Fahrkarte? Ach, die Ilf. Ihr steht schön neben dem Feind und macht nichts. Echt Spitzenklasse hier. Jetzt zeigt es uns schon die ganzen Leute an, die wir auch noch auslöschen sollen. Mit dem Pfeil. Bleib stehen und stirb. Wir sind alle so ziemlich weit oben. Da müssen wir doch mal eine Leiter nehmen. Wir müssen das Fallgatter hochziehen, um weiterzukommen. Ja, immer mit der Ruhe. Wir waren erstmal hier. Die hier kalt machen. Eigentlich hieß es ja, ich soll hier jeden kalt machen, aber jetzt heißt es auf einmal, ich soll Fallgatter schon hoch machen. So wie sie es halt brauchen, ne? So, dann gehen wir mal hier hoch. Brenne das Dorf nieder? Gerne. Weil die stehen schon da. Also die KI ist so manchmal so unterirdisch doof. Hier stehen die ganze Zeit da und klotzen. Also hier muss auf jeden Fall noch dringend nachgepatcht werden. Das ist nicht normal, würde ich es ja jetzt mal so behaupten. So, ich soll jetzt das ja anzünden, ne? So hieß es doch eigentlich. Schön ans Feuer reingehen und die Häuser niederbrennen. Da haben wir auch noch was. Schließe die Flamme am inneren Tor an. Wir sind hier schon fast am Finale. Ja, da müssen wir jetzt rein. Aber ich denke mal, ich muss das wieder aufbrechen. In irgendeiner Form. Ja, es geht auch mit Pfeil und Bogen. So, dann holen wir uns mal die Unterstützung rein. Zur Kirche geleiten. Da kommt wohl der große Endkampf dann. Aber er bewegt sich nicht. Weiß nicht, ob wir jetzt schon vorgehen. Vielleicht wird er einfach dann hingespawnt. Also hier gibt es eine Tür, aber die kann ich nicht aufmachen. Aber ja, jetzt kommt er. Jetzt geht auch das Aufbrechen. Das große Finale. Verlasse dieses Gotteshaus, Flanschinner, oder sein Zorn wird dich auf ewig verfluchen. Du entweichst diesen heiligen Ort mit deinen üblen Taten. Du bist eine Seuche und wir brauchen Heilung. Gott richtet über mich, nicht du.
Du mimst den Christenkönig und lässt doch Heiden und Wölfe deine Drecksarbeit erledigen. Erzähl mir nichts von doppeltem Spiel. Ich weiß, dass du die Kinder der Danu anführst. Ach ja? Dann solltest du auch wissen, dass du nicht obsiegen kannst. Meine Kinder sind überall. Auch an deinem Hof. Wen meinst du? Kira hätte das Zeug zur Hohepriesterin gehabt, aber sie war sorglos. Sie spielte mit Kräften, die zu hoch für sie waren. Hör nicht hin, Flam. Er will dein Urteilsvermögen trüben. Kaum verwunderlich, dass sie sich bei dir angeschmeichelt hat. Es zog sie schon immer zu mächtigen Männern hin. Du lügst, Teufel! Ach ja, Liebe macht blind. Es passiert so schnell, dass man nichts mehr sieht, wenn man einer Frau hinterherläuft. Es ist keine Schande, deine Hände nicht zu beschmutzen. Lass mich deine Drecksarbeit machen. Das ist Gottes Werk. Beschützt euren Abt! Jetzt wird abgeschlachtet. Jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Ihr werdet alle sterben. Vor allem du. Dass du dein Vieh nicht lassest, mit anderlei Tier zu schaffen haben. Und dein Feld nicht besähest mit zweierlei Samen. Halt mir keine Bibelzitate vor, Teufel. Möge deine Zunge in alle Ewigkeit brennen und dein Hals von Scherben durchbohrt sein. Nein. Du lässt dich lieber von deiner heidnischen Dichterin besingen. Wenn sie dir die Kinder der Danu verschwiegen hat, was mag sie noch vor dir verborgen halten? Er will deinen Verstand vergiften. Lass diese Worte nicht an dich heran. Aber könnte er die Wahrheit sprechen? Die besten Lügner mischen wahr und falsch. Wenn sie Teil des Ordens war, gehört es der Vergangenheit an. Du hast recht. Diese üble Luft hier vernebelt meine Sinne. Treten wir hinaus in Gottes reinigendes Licht. Welch ein schönes Land. Wir sind ein gesegnetes Volk. Die Kunde unseres Sieges verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ich konnte den Raub nicht vereiteln, aber ich habe veranlasst, dass die Leute verschont werden. Sie werden vom Hochkönig singen, der die Kirche von Armar reinigte, und vom König Düflins, der ehrbar an dessen Seite kämpfte. Und dem Helden, der aus dem Land der Helden kam und ihnen den Sieg bescherte. Niemand wird vergessen, weder Lebende noch Tote. Ja, wir haben die Festung erobert, Amarg. Und ich denke mal, wir sind jetzt auch durch mit der Hauptstory. Schauen, was noch kommt. Okay. Es bleibt kurz stehen. Düflin. Es geht weiter? Wie sieht's aus? Wir waren mit dem Ordensmitglied ausgeschaltet. Ja. Das war die Quest, die Geiselung der Schlangen.